Nach der Operation Stützstrümpfe trage und Stärketabletten nehme. Da habe ich sowieso eine Pause gemacht und da habe ich gesagt, nun weg mit dem Führerschein. Bis 2012, glaube ich, habe ich die letzte große Reise gemacht. Kreuz und quer durch Frankreich. Über 4000 Kilometer. Ich bin regelmäßig gefahren. Also ich war immer drin in der Sache. Aber wie gesagt, wenn man denn erstmal eine Pause eingelegt hat, dann sollte man überlegen, was man macht. Das sollte jeder selber. Aber wenige machen das, bis mal was passiert. Man sollte eben selbstkritisch sein. Weil ich habe natürlich auch an solche Sachen gedacht und bin auch regelmäßig immer Arztbesuche gemacht und so. Und die Reaktion, ich habe auch lange genug Sport getrieben. Die Reaktion war auch immer noch da. Ich hätte auch noch fahren können, wenn nicht diese Pause gekommen wäre. Aber ich habe gesagt, nun ist eben der Moment da, wo es auch dann nicht ganz so schwer gefallen ist. Natürlich, ich habe weit über eine Million Kilometer hinter mir. Und da ist dann doch der Moment hart, wo man sagt, das ist Feierabend.